Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Wir stehen hier mitten in Tirol in Mariastein, eine kleine Ortschaft, wunderschön gelegen hier in den Bergen, die ihr hinter uns schon sehen könnt. Wir sind nämlich jetzt hier am Start der Cutbike. 3 Tage sind wir jetzt unterwegs und wie es uns auf der Tour gefällt, was wir hier alles erleben, darum geht es in diesem Video. Und damit viel Spaß dabei. Kurzer Disclaimer noch zum Start. Wir wurden eingeladen von der Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH und die Bikes wurden uns von Specialized zur Verfügung gestellt für diese Tour. Und jetzt geht's los mit der Tour. Und wir fahren jetzt grob in der Richtung weiter. Eigentlich die Region sehr bekannt für Wintersport, aber wir sind jetzt eben auf dem Cutbike unterwegs. Das ist eine Mountainbike-Strecke, eine ausgewiesene hier in Tirol. Mariastein ist der Startpunkt, man fährt in 3 Etappen bis Fieberbrunn. Und das Besondere daran, diese ganzen Trails oder Wege darf man fahren. Für alle, die es nicht wissen, in Tirol ist es gar nicht so einfach, irgendwo Mountainbike zu fahren. Die meisten Straßen sind offiziell gesperrt. Jetzt sind wir, glaube ich, am tiefsten Punkt der gesamten Strecke. Jetzt fahren wir nach Wörgl. Dann gibt es erstmal ein zweites Frühstück. Über uns sind die Gleitschirmflieger und in Bildmitte der Gipfel, hier mit der Antenne, ist die Hohe Salbe. Und wir sind aus dem Tal da hinten hergekommen. Und was ihr so seht, es wird ganz schön dunkel. Also der Wetterbericht hat Regen angesagt, aber erst für den Nachmittag. Hoffen, dass es trocken bleibt. Auf dem Weg zur Haagalm, der erste größere Anstieg. Sieht auf der Kamera nicht steil aus, aber hier waren so schon 18% Abschnitte dabei. So, die erste Abfahrt steht an. Ist ganz schön frisch geworden. Vorher hatten wir bestimmt 24 Grad, die Sonne hat drunter geknallt. Da hinten hat schon gerade gedonnert. Na, die Aussicht kann man doch lassen. Die Wolken haben sich verzogen, Sonne scheint wieder. Die Etappe war wunderschön. Die Karte fürs Abendessen sieht auch gut aus, freuen wir uns schon drauf. Wir haben jetzt wirklich Appetit. Ein toller erster Tag. Wunderschön, das Windautal, bergab. So startet der 2. Tag. Judith, wie ist dein Eindruck vom heutigen Tag? Ach, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben was zu essen. Es stimmt, also die Bäckereien hier, die sind hervorragend. Wir sind jetzt hier gerade in Brixen im Tale. Hinter uns seht ihr das Kitzbüheler Horn. In diese Richtung geht es letztendlich heute dann weiter. Wir fahren erstmal den Brixenbach noch hoch, das Tal hier hoch. Dann geht es auf 1500 Meter rauf. Das ist dann der höchste Punkt auch für heute. Und dann geht es eben über den Wiegalm Trail runter wieder ins Tal. Ich freue mich schon drauf. Der Blick jetzt Richtung Norden zum Kaisergebirge. Da hinten, wo noch ein bisschen Schnee zu sehen ist. Die letzte Bergkette. Ja, und aus dem Tal hier sind wir hochgekommen. Da unten liegt Brixen im Tale. Und hier geht's weiter. Schön steil. Man sieht es nicht auf der Kamera, aber es ist steil. Mal schauen, wie die Laune bei der Judith ist. Noch gut, der Akku hält. Ja, hier ist mal ein bisschen loser. Bisher ist der Weg ja wirklich perfekt ausgebaut gewesen. Bis auf ganz wenige kurze Abschnitte, wo es ein bisschen loser war.
Und da vorne ist es schon, die Wiegalm. Jetzt sind wir gleich rum. Allerdings ist auch die Sonne weg. Wir sind schon frisch geworden. Jetzt ziehen wir uns erstmal ein bisschen was Wärmeres an. Und dann geht's auf den Trail. Bin schon sehr gespannt. Na, was denkst du? Ja, das ist von den ersten 100 Meter. Da geht's jetzt runter. Einen wunderschönen guten Morgen mit Blick auf den wilden Kaiser hier unter uns. Schöner geht's ja gar nicht. Die Sonne scheint. Der dritte Tag beginnt hier auf der Cutbike. Wir sind in der Nähe von Oberndorf am Penzinghof und jetzt geht's weiter Richtung Kirchberg in Tirol. Und wir fahren so eine große Runde und unser Ziel und Ende der Tour ist dann in Fieberbrunn. War jetzt noch nicht gekommen. Kitzbühler Horn ist immer noch zu sehen. Und so, naja, anderthalb, zwei Kilometer in der Richtung sind wir heute gestartet, aber schon eine riesen Runde gefahren. Und hier ist das Ortszentrum zu sehen, so in der Bildmitte von St. Johann in Tirol. Und wir fahren irgendwo da hinten das Tal da hoch. Bin schon gespannt. Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Pillersee und haben eine Straßenblockade. Und was man auch sieht, es ist schon ziemlich trüb, es regnet so leicht. Also jetzt hat es dann doch mal angefangen. In Weidring haben wir gerade einen Schauer abgewartet, aber es tröpfelt weiter. Eine coole Aussicht hier. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute der letzte Tag. Wir sind gestern Abend hier angekommen, haben hier wunderbar übernachtet. Und jetzt geht's weiter Richtung St. Johann in Tirol und dann weiter nach Kufstein. Da werden wir in den Zug einsteigen und den Tag offiziell beenden. Ja, da hinten im Tal liegt Fieberbrunn. Und es zieht ganz schön rum. Man sieht, die Wolken hängen heute tief. Gut, hat ihren Spaß, trotz Gepäck. Ja, heute müssen wir es wieder selber nehmen. Die Cutbike ist ja offiziell vorbei. Kein Gepäcktransport mehr, aber wir sind ja gut ausgestattet. Ja, Judith, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Wir waren jetzt 3,5 Tage unterwegs. Noch ein kurzes Stück haben wir vor uns, aber mit diesem schönen Blick wollen wir uns verabschieden. Wie ist dein Fazit zur Cutbike? Ja, die Cutbike ist wirklich ein rundum sorglos Paket, eine tolle Tour. Ja, erstmal führt der Weg natürlich durch eine wundervolle Landschaft und auch abends ist dann so für das leibliche Wohl gesorgt. Also bei allen Unterkünften war wirklich spitzenmäßig vom Essen her und auch die Gastfreundschaft ist hier in Tirol schon sehr schön.
Ja, was würdest du sagen vom technischen Anspruch? Fandest du es anspruchsvoll? Wir sind ja die Enjoy gefahren. Also so war es primär Teerstraße, kleine Teerstraßen, Schotterstraßen. Gut, bis auf den Wiegalm-Trail war es wirklich sehr einfach zu fahren. Man konnte sich wirklich auf die Ausblicke konzentrieren. Wiegalm-Trail war ja dann schon so ein Highlight, einfach wirklich mal ein Trail. Die letzten Kilometer liegen jetzt noch vor uns. Wir genießen noch mal ein bisschen die schöne Landschaft. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.